Hallo ihr Lieben, ja schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ich habe mir gedacht, wir schauen jetzt mal in die Wochentendenz, was jetzt die kommende Woche auf euch zukommt, also in den nächsten 7 Tage, ab dann, wenn du das Video findest. Ja, ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei euch für all eure lieben Wertschätzungen in meine Richtung, für all eure Likes, Kommentare und Abos, die ihr da lasst. Damit unterstützt ihr meinen Kanal und ich hoffe, dass ich jetzt etwas Gutes in den Rückfluss geben kann. Wir starten mal mit einer Überschrift für die kommenden 7 Tage, ihr Lieben. Ihr wisst, es ist ein allgemeines Orakel und es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch bitte hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du da in einer anderen Constellation bist, drehst du es dir einfach um. Und das Reading ist für die nächsten 7 Tage. Sodele. Wochenüberschrift. Was kriegen wir denn hier? Wir haben den Kuckuck. Hier geht es um die Erkenntnis. Es geht auch, höre auf dein Herz und deine Intuition. Also deine Intuition wird nächste Woche sehr, sehr wichtig werden, genauso wie ich das Gefühl habe, dass hier tatsächlich jemand sich wieder zeigt bei dir. Ja, das könntest du demnächst definitiv merken. Und ja, wahrscheinlich spricht hier auch das Herz dieses Menschen zu dir. Ja, vielleicht bekommst du auch momentan schon ganz, ganz viele Botschaften. Oder tatsächlich ist es auch etwas anderes, was dir am Herzen liegt, ja, wo du eine Erkenntnis bekommst. Diese Möglichkeiten haben wir hier. Der Buchstabe K kann für dich wichtig sein, was ich hier reinbekomme. Und jetzt schauen wir mal mit Tarot in die Woche. Ja, wir haben hier die 2 der Kelche, wir haben die 2 der Schwerter. Wir haben die Gerechtigkeit, die Karten fliegen alle runter. Das ist wieder mal super schön. Die Gerechtigkeit, die 5 der Schwerter. Die Liebenden. Und die 3 der Kelche. Jo, im Unterdeck haben wir hier die 8 der Schwerter und das Ass der Münzen. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Gut. So, ihr Lieben, ja, das, was ich hier reinbekomme, ist, wie ich schon gesagt habe, hier könnte es um Versöhnung gehen diese Woche. Ja, es kann darum gehen, dass man sich hier wirklich trifft, dass es hier eine Einladung gibt, dass man sich jetzt wirklich ganz klar für dich entscheidet. Ich habe hier das Gefühl, hier kommen auch Dinge ins Lot, ja, die in der Vergangenheit nicht gut gelaufen sind. Vielleicht warst du auch in der letzten Zeit wirklich eher so in diesem Mangel, in dieser Hoffnungslosigkeit, in einem verlorenen Kampf. Ja, wir sehen hier tatsächlich vom Mangel in die Fülle. Ja, das ist das, was hier reinkommt. Und das hat hier etwas mit einer Erkenntnis zu tun. Das hat hier auch was damit zu tun, dass die Zweifel hier rausgehen. Ja, du warst vielleicht auch unentschieden im Bezug oder jemand war unentschieden im Bezug auf dich. Ja, das geht jetzt raus. Hier trifft jemand eine ganz klare und faire Entscheidung. Und das ist auch etwas, was du erwartet hast. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, hier kommt ein Treffen, Begegnung für dich rein, das wunder, wunderschön wird. Die Chance solltest du auf jeden Fall ergreifen, wenn du da eine Einladung bekommst. Ja, auch nehme ich tatsächlich wahr, dass hier gesundheitliche Probleme die Woche sich definitiv verbessern werden. Das kann bei dir sein, das kann aber auch bei einem Haustier sein. Grundsätzlich haben wir hier auch gerichtliche Prozesse, die recht hoffnungslos waren, wo du vielleicht auch mit dem gerechnet hast, dass du hier etwas verlierst, ja, oder vielleicht auch Geld verlierst, zeigt sich hier überraschend positiv an, ja. Also das heißt, da wo du wirklich vielleicht gedacht hast, das haut niemals im Leben hin, das kriege ich nicht durch oder ich werde da kein Recht bekommen, doch wirst du, ja. Also hier schaltet sich das Universum die Woche ein, hier kommt Gerechtigkeit rein und man wird hier quasi belohnt für das, was man in der letzten Zeit vielleicht auch durchgemacht hat. Ich habe das Gefühl, dich haben auch immer wieder oder werden dich vielleicht die Woche, wird dich immer wieder der Verstand so ein bisschen herausfordern, ja. Das kann hier sein, dass du dir hier mehr Sorgen machst, als es notwendig ist.
Es kann auch sein, dass hier etwas wegen einer dritten Person zwischen dir und einem Gegenüber zu Ende gegangen ist oder tatsächlich, dass es hier mal wieder Streitigkeiten gab durch Manipulation, durch Einflüsse von außen. Und diese werden jetzt sozusagen beseitigt. Ja, hier geht es um Transformation, hier geht etwas zu Ende. Ja, auch habe ich hier so ein bisschen Vorsicht vor Knochenbrüchen diese Woche. Also hier sind die gebrochenen Knochen, die mir heute tatsächlich sehr stark reinkommen. Also vorsichtig, gerade wenn du irgendwo runtergehst oder dass du nicht stolperst, umknickst oder dir irgendwas anderes brichst, ja, irgendwo runterfällst. Das haben wir hier als Gefahr mit drinne die Woche. Auch habe ich hier so ein bisschen Eingriffe im Kieferbereich. Ja, es kann sein, dass du zum Beispiel da irgendwas machen lassen möchtest oder dass da irgendwas notwendig wird. Das zeigt sich hier überraschend und sehr positiv an, auch wenn das erstmal schmerzhaft ist und auch herausfordernd sein sollte für dich. Ja, vielleicht kannst du dann auch nur Flüssignahrung zu dir nehmen. So etwas habe ich hier auch mit drin für die Woche. Läuft aber alles nach Plan und ja, du machst dir hier eher mehr Sorgen, die unnötig sind, ja. Du wirst sehr zufrieden sein, auch mit dem Endergebnis. Das habe ich hier auch. Generell kann es auch sein, da wir hier auch einiges an Luftelementen haben, also Luft haben, ja, habe ich hier so ein bisschen das Gefühl, vielleicht haben einige die Woche wirklich auch Probleme mit der Luft. Es geht darum, dass du einmal wirklich darauf schaust, gut zu lüften, ja, immer gute und frische Luft bei dir reinzulassen. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass dir in einer Situation wirklich die Luft ausgegangen ist. Du hattest keine Atem mehr, du warst wirklich auch am Rande deiner Verzweiflung und da kommt jetzt eine plötzlich überraschende Wende rein. Ja, und die bringt Stabilität mit. Auch ein neues Jobangebot sehe ich hier, ja, worüber du dir vielleicht Gedanken machst. Vielleicht hast du auch Ängste bezüglich dessen, da was Neues zu machen. Es kann auch um eine neue Wohnung gehen, einen neuen Ort, ja, etwas Neues eben, neue Projekte. Vielleicht aber auch irgendwas, was du dir neu anschaffen willst und du denkst, da bleibe ich lieber bei dem Alten, da weiß ich, was ich habe oder gehe ich sozusagen ein dezentes Risiko ein und wage mich in etwas Neues, ja. Und ich glaube auch, dass so eine Entscheidung getroffen wird, dass das Alte ausgedient hat. Das kann zum Beispiel, so ein banales Beispiel, es kann sein, dass dein Staubsauger in Arsch geht, ja, und du überlegst, kaufst du jetzt wieder diesen Staubsauger oder nimmst du doch ein anderes Modell. Sowas Banales kann es sein, ja. Es kann aber auch natürlich um schwerwiegendere Themen gehen. Auch habe ich das Gefühl, dass es hier um Dates geht. Also falls du momentan Single bist, dann habe ich das Gefühl, du wirst hier die Chance haben, jemanden kennenzulernen, wahrscheinlich über das berufliche Feld. Ja, und da könnte es auch sein, dass es dort Einflüsse gibt von außen, die dir sagen, ah, triff dich mal lieber nicht mit dem oder so, ja, das ist nicht so gut, nachher fällst du da auf die Nase, willst du das wirklich machen, ne? Weil vielleicht habt ihr hier auch eine berufliche Verbindung zueinander und da solltest du auf jeden Fall auf dein Herz und auf deine Intuition hören, das bekomme ich ja auch rein. Ja, sehr viel Leidenschaft. Hier haben wir zweimal auch so ein bisschen einen Erotik-Faktor dabei. Ja, das heißt also auch gerade, wenn du in Beziehung bist, sehe ich, hier kommt die Leidenschaft wieder zurück oder tatsächlich hier kommt jemand sehr leidenschaftlich, sehr liebevoll auf dich zu aus der Vergangenheit. Ja, hier hat man sich vielleicht auch für jemand Falsches entschieden in der Vergangenheit und hat da wirklich aufs falsche Pferd gesetzt. Man hört jetzt auf sein Herz, auf sein Herz. Ha, ihr Brent. ja, man hört jetzt auf sein Herz und folgt hier auch sozusagen seiner Intuition, ja. Man ist hier vielleicht auch so ein bisschen vom Weg abgekommen, man kommt jetzt wieder auf den richtigen Weg diese Woche. Sehr, sehr schön. Auch ein kleinerer finanzieller Gewinn, den ich hier wahrnehme oder auch ein Geschenk, was dir überreicht werden könnte. Es kann auch was vom Beruflichen sein, ja, jemand, der sich bedanken möchte oder tatsächlich, es ist hier ein liebes Wort, eine liebe Geste, die in deine Richtung kommt. Auf jeden Fall wird es dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern die Woche. Wow, das sind schon mal richtig schöne Botschaften, ihr Lieben. Bis auf die Zahn-OP oder irgendwelche Kiefergeschichten, das ist immer nicht so geil. Aber ich sehe jetzt hier nicht irgendwie Zahnschmerzen oder so, sondern das steht schon, ne? Das ist geplant. Bei den Brüchen sieht es ein bisschen anders aus, ne? Also da bitte ganz, ganz vorsichtig sein die Woche. Und viel
lüften. Ja, also die Luft scheint hier auch irgendwie eine Problematik zu haben. Vielleicht bist du auch Allergiker. Ja, achte darauf, dass du deine Mittel zu dir nimmst, die dich unterstützen, und dann wirst du auch recht gut klarkommen, sagen die Karten. Ja? Dann bekomme ich noch rein, dass du dich vielleicht auch ausprobierst, tatsächlich in Naturheilkunde. Vielleicht kann dir das auch zum Beispiel gerade bei irgendwelchen Zahngeschichten oder Kiefersachen oder Halsschmerzen, wenn du Halsschmerzen hast, ja, dann kann dir das hier irgendwie helfen. Also ich bekomme ja auch zum Beispiel das Salvia-Thymol rein, ja, was auch ganz gut ist. Vielleicht beschäftigst du dich aber auch mit Naturheilmitteln die Woche. Du wirst da eine neue Erkenntnis für dich haben. Etwas wird erfolgreich, positiv sein, was du angewendet hast. Ja, und du weißt dann, wow, damit kann ich was machen. Und vielleicht möchtest du auch etwas aufbauen, was in Eigenständigkeit, in Selbstständigkeit geht. Vielleicht möchtest du etwas rausbringen. Du hast hier Ängste, Sorgen, die dich hier ausbremsen. Lass dich davon nicht ausbremsen, sondern höre auf dein Herz und auf deine Intuition. Hier geht es auch um das Thema Bestimmung, Berufung, ja? So, gut. Schauen wir weiter. Ja, hier habe ich ja schon gesagt, hier kommt der Charme, ne? Das ist hier die Leidenschaft, die Anziehungskraft, die Erotik, aber eben auch für die einen oder anderen kann es hier um eine Affärenkonstellation gehen, die jetzt aufgelöst wird, ja, weil man hier wirklich jetzt ganz klar Butter bei der Fische macht, ja. Sowas habe ich hier. Ansonsten könnte es auch sehr, sehr erotischen Schriftverkehr diese Woche geben, also die kommenden 7 Tage, ja. Das habe ich hier auch noch drin. Sehr, sehr viel Erotik, Leidenschaft, Anziehungskraft. Vielleicht lernst du auch jemanden kennen und da funkt und knistert es sofort, ja. Oder eine Versöhnung tatsächlich, ja, mit jemandem zwischenmenschlichen, Freund, Freundin, jemand, der dir am Herzen liegt, ja. Kann auch ein Arbeitskollege sein, je nachdem, wer das für dich ist. Hier haben wir noch der Kopfhörer, etwas wird dich erreichen. Das ist hier eine Einladung, das ist hier ein Date, das ist hier Nachrichten, Kommunikation, ja. Und positive Botschaften auf jeden Fall. Vielleicht auch irgendwas Finanzielles, Behördliches kann sich hier, wie gesagt, du hast hier eine Hoffnungslosigkeit und prompt, du bekommst Botschaft die Woche, dass sich hier etwas für dich zeigt und nicht gegen dich, so wie du es gedacht hast, ja? Wow, schön. Ja, hier haben wir der Feenglanz, Glow-Up, Glänzen und neue Talente entdecken. Ich sag ja, du wirst hier wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Ideen die Woche verspüren. Ja, also sehr viel Verstand nehme ich auch wahr. Gleichzeitig neues Wissen, was ich dir zeigen kann. Musikbotschaften, die hier reinkommen. Natur, also die achte mal darauf. Ganz komische Botschaft, aber ich gebe sie durch. Achte mal darauf, wenn du irgendwo spazieren gehst, was für Geräusche hörst du da, was nimmst du wahr, da könnte eine Botschaft für dich drin sein. Oder hörst du vielleicht auch, du gehst los, ja, und du hörst ein kleines Donnern oder so Grummeln, ja, am Himmel. Das könnte hier dafür hin oder darauf hindeuten, dass zum Beispiel jemand, mit dem du dich gestritten hast, hier eine Versöhnung mit dir möchte und hier auch auf dich zukommen wird, ja. Oder dass vielleicht auch ein kleinerer Konflikt hier mit einer weiblichen Person, kriege ich rein, eventuell diese Woche auch nochmal für so ein bisschen, ja, Dilemma sorgt. Es ist aber nichts Großartiges, ja. Es kann auch einfach irgendwie ein Kunde sein auf der Arbeit oder irgendjemand, du triffst irgendjemanden im Außen, ja, gehst einkaufen und da macht dich einer blöd von der Seite an. Kann auch so eine Spitze sein, ja, wenn du sowas zum Beispiel hörst. Also die Geräusche in der Natur spielen eine große Rolle. Es kann auch sein, dass du einen bestimmten Vogel hörst, ja, sowas kriege ich ja auch rein. Ja, das Karussell. Etwas dreht sich im Kreis, wiederkehrender Zyklus. Ja, davor hast du Angst. Ne? Du hast Angst, dass du hier quasi wieder in einer Karussellfahrt sitzt und du dann wirklich irgendwie, ja, quasi in die Übelkeit kommst und hier dir speiübel wird und du dann wirklich nur noch kotzen könntest. Das sind genau diese Gedanken, diese Hoffnungslosigkeit, ja, die sich hier positiv überraschend anders anzeigen. Also hier gibt es wirklich keinen Grund zur Sorge. Das ist das, was ich hier reinbekomme, ihr Lieben. Schauen wir weiter. Ein längerer gerichtlicher Prozess könnte jetzt auch endgültig entschieden werden. Ja, also es wird auf jeden Fall gerecht entschieden.
das kann ich schon mal sagen. Für die einen oder anderen kann es auch sein, dass du hier irgendwie so ein bisschen, bist du gerade in einem Abnehmprozess oder einem Zunehmprozess, ja, also das heißt, du möchtest abnehmen oder zunehmen, egal was, du könntest da so einen kleinen Rückschlag erleiden diese Woche, lass dich davon nicht ausbremsen, ja, hier zeigt sich trotz alledem deine Wunscherfüllung an, beziehungsweise eine schöne Zufriedenheit. So. Uno momento. Ja, hier ist das Glühwürmchen. Das sind die magischen Momente. Öffne dich für den Zauber des Lebens und lasse dein Licht leuchten. Erlaube, dass es dich frei und glücklich macht. Du bist das Licht, ja. Und du hast wirklich diese Woche die Aufgabe, hier zu leuchten, was das Zeug hält. Und das kannst du am besten, wenn du wirklich im Positiven, dich mit positiven Dingen beschäftigst, wenn du wirklich rausgehst in die Natur, Erdung, ja, Wurzelchakra kriege ich rein, scheint hier wirklich auch angesprochen zu sein, wichtig zu sein. Versuche dich immer wieder auch in den Gedanken positiv auszurichten, ja, das ist auch noch wichtig und es werden hier einige magische Momente reinkommen, die Woche, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast. Du hast damit gerechnet, dass hier etwas nicht zu deinen Gunsten ausgeht. Und es geht zu deinen Gunsten aus. Wow. Geile Botschaft, ihr Lieben. Hier haben wir den V, den hatten wir die letzte Zeit sehr, sehr häufig. Es geht hier um eine Vollendung. Es geht hier auch darum, hier wirklich etwas zu meistern. Ja, du bist der Meister. Ja, du bist wie der Magier. So kannst du es dir vorstellen. Du hast alle Werkzeuge bei dir. Und es kann natürlich auch sein, dass jemand hier was mit dir meistern will, ja, dass jemand hier jetzt wirklich, ja, sag ich mal, den Arsch in der Hose hat, mit dir über gewisse Dinge zu sprechen, ja, dass man hier wirklich auch etwas ausräumt, was hier im Raum stand und somit wirklich ein neues, fruchtbares Feld entsteht, wo man anpflanzen kann, wo man Step by Step wieder aufbauen kann. Diese Chance wird dir auf jeden Fall gegeben. Ja, und das Ganze kommt hier sehr plötzlich. Also ich habe hier wirklich so eine plötzliche Veränderung, eine plötzliche Überraschung die Woche, die da auf dich zukommt. Viele Augen, die auf dich gerichtet sind, das habe ich hier auch. Ja, also es kann auch sein, dass du irgendwelche Reden hältst, dass du irgendwie vor Publikum sprichst. Ist jetzt hier wahrscheinlich nicht gerade für viele Leute, ist aber auch etwas, was ich reinbekomme. Und das steigert hier immens deinen Selbstwert, dein Selbstvertrauen, ja. Auch so etwas bekomme ich hier rein. Auch kann es sein, dass du wirklich irgendwie deine Augen überall hast nächste Woche, ja. Also, dass du sehr achtsam durch die Welt gehst oder du bist eben aufgefordert, wirklich sehr achtsam durch die Welt zu gehen. Auch kann er hier aus der Ferne Luki-Luki nach dir machen, ja, das haben wir hier auch. Kann schauen, was ist hier los bei dir, weiß vielleicht auch gar nicht, was bei dir abgeht. Und möchte hier natürlich auch ja, neue Informationen haben, was so bei dir los ist und wird sich hier höchstwahrscheinlich bei dir melden. Und dann geht es auch darum, wenn dann die Kommunikation stattfindet, dass es auch darum geht, dass man sagt, komm, hast du Lust, dich zu treffen? Ja? Bitte, bitte Vorsicht, gerade wenn es da auch einen großen leidenschaftlichen Aspekt gibt, sollte man hier sich erstmal noch ein wenig zurückhalten und schauen, was ist dieser Mensch denn bereit auch zu investieren, ja? Das habe ich hier auch noch für den einen oder anderen mit drin. Gut, so, die Heilsteine wollte ich noch nehmen. Die Buchstaben P und G könnten für dich wichtig sein. Hier haben wir das Gold, göttliches Eingreifen. Ich sag's ja, das Universum greift hier ein. Hier wird etwas fair entschieden. Etwas, was unfair war, wird rausgehen. Etwas, was nicht richtig war, also man ist hier irgendwie falsch abgebogen. Da wird man wieder auf den, ja, auf den Weg sozusagen gebracht. Ja, das ist auch, mir kommt tatsächlich der Disney-Film Vaiana rein. Ist einer meiner Lieblingsfilme, muss ich euch gestehen. Generell habe ich das Gefühl, Vaiana will aufgeben und wird dann zurück auf das Boot gesetzt und so nach dem Motto, mach das jetzt, ne? Du schaffst das. Und genau so eine Situation habe ich hier. Du wirst etwas schaffen, woran du nicht geglaubt hast, dass du es schaffst. Ja? Hier greift das Universum ein. Gott beantwortet aufrichtige Gebete mit Wundern. Auch hier, und das haben wir im Mai-Ausblick schon, liegt wieder diese Wunderenergie, diese magischen Momente, die hier auch diese Woche sich zeigen, wo eigentlich komplett, ich sag's mal, Hoffnungslosigkeit ist. Ja? Also du bist hier vielleicht wirklich am Rande deiner
Ja, dass du gar nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Vielleicht auch finanzielle Themen, die dich hier belasten, ja. Hier wird etwas eingreifen, also das Universum greift hier ein und du wirst hier eine richtig geniale Auszahlung bekommen. Wow, es ist so schön. Dann haben wir hier noch den Sogelit. Unterdeck stehen sie zu ihrer göttlichen Macht. Du hast eine göttliche Macht. Du hast diese, wie ich gesagt habe, der Magier hat alle Werkzeuge. Nutze diese Werkzeuge, die dir das Universum gibt. Ja, gerade diese Woche ist unheimlich wichtig. Du wirst vielleicht auch neue spirituelle Werkzeuge dazu bekommen, ja, weil du dich hier auch weiterentwickelst, weiterbildest, vielleicht neues Wissen. Du liest viel, du recherchierst viel, ja, auch so etwas. Hören Sie damit auf, es anderen immer recht machen zu wollen und setzen Sie sich stattdessen selbstbestimmt durch. Auch das wirst du tun. Es geht hier um Grenzen ziehen. Es geht darum, für dich einzustehen, deinem Herzen zu folgen, deiner Intuition zu folgen. Lass dich hier nicht in Zweifel runterziehen in diese niedrige Schwingung die Woche. Diese Gefahr besteht, ja. Lass das nicht zu, sondern gehe hier wirklich ganz selbstbestimmt deinen Weg, der sich für dich richtig anfühlt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die Farbe Lila und Gelb könnten für dich sehr, sehr wichtig werden. Vielleicht siehst du tatsächlich Schmetterlinge mit Lila und Gelb oder irgendwie hast du eine andere Verbindung zu diesen Farben. Vielleicht trägst du sie gerne. Vielleicht ist es deine Lieblingsfarbe einer dieser Farben. Vielleicht hast du Blumen gerade bei dir stehen, die lila oder gelb sind. Ja, all das können hier wichtige Botschaften für dich sein. Noch als kleiner Impuls. Auszahlung vom Universum, Belohnung, ja, auch neues Wissen. Wow, bin völlig geflasht. Ja, hier haben wir die 9, ja, und dann haben wir die Vollendung, also die Vollendung mit dem V. Die 9, etwas geht zu Ende, ja, und jetzt wird etwas vollendet, ja. Das heißt, die Zeit ist ja auch reif. Ja, und du wirst ja auch spirituell aufsteigen die Woche. Auch das habe ich hier. Die Zahl 99 kann für dich wichtig sein. Es kann auch sein, dass die Mondzyklen für dich unheimlich wichtig sind. Und ich glaube, für einige kann sich diese neue Chance eventuell zu Neumond zeigen. Ich glaube, der ist am 8., wenn ich mich nicht täusche, 8.5. Also bald. Jo. Ach so, und die 9 ist natürlich auch, wenn ich sie umdrehe, ist es die 6. Das ist für mich auch immer der Perspektivwechsel. Hier wechselt jemand eine Perspektive, ja. Und somit kann man hier auch etwas klären. Hier haben wir die Zahl 10, also von der 9 in die 10. Ne? Das ist auch Rat des Schicksals, das ist etwas Schicksalhaftes. Hier ist der Erfolg, ja. Und hier haben wir noch die Zahl 3. Also wir haben die 31, die 30, die 39, die 91, die 93, die 903, 901. Kommt mir als Postleitzahl oder Telefonnummer rein. Vielleicht hast du auch mit einer Behörde zu tun. Vielleicht findest du da diese Zahlen auch 901, 903. Ja, und hier wird jemand wirklich den Austausch jetzt suchen. Diese Pause ist hier zu Ende. Hier soll etwas wieder auf den richtigen Weg kommen. Und das wird es auch. Und das ist hier auch der Erfolg. Ja, etwas, wo du gedacht hast, no way, das funktioniert niemals. Doch, doch. Steinbock und Zwillinge haben wir hier. Schauen wir noch weiter auf die Sternzeichen. Hier haben wir noch Waage, Zwillinge. Skorpion, Wassermann, was ist das hier? Moment. Steinbock, nochmal. Stier, Löwe und im Unterdeck habe ich hier die Fische. Also für diese Sternzeichen kann das hier wirklich ein wichtiges Orakel sein. Allerdings auch natürlich, wenn dein Sternzeichen jetzt nicht benannt wurde, kann das hier dein Orakel sein. Ja, die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht immer passen, ihr Lieben.
auch kriege ich noch durchgegeben, für einige wird eine Hoffnung extrem zurückkommen. Ja, es gibt wieder Hoffnung in einer Situation. Etwas wendet sich zum Positiven. Soll ich nochmal ausdrücklich sagen? Vielleicht, weil es irgendjemand nicht glaubt. Oh, wir haben einen Zahlenwürfel. Hier haben wir die 80. Also, vielleicht wohnst du in der Hausnummer 80 oder tatsächlich die 8 steht auch für die Transformation, das Ende im Lennomant, ja, der Sarg, etwas geht zu Ende, das haben wir hier auch mit der 9, ne, Vollendung, Transformation, so, vielleicht wohnst du, wie gesagt, in der Hausnummer 80 oder auch, das ist dein Geburtsjahr, 89, 80 und so weiter. So, D haben wir, S haben wir, I haben wir, B, G und nochmal das D und hier haben wir noch das F. Also diese Buchstaben können hier wichtig sein für dich. Vielleicht sind sie in deinem Vor- oder Nachnamen oder bei deinem Gegenüber oder bei der Institution, mit der du es zu tun hast. Oder tatsächlich, es ist auch ein Wohnort, ja, also dass du diese Buchstaben in deinem Wohnort findest. Genau. Ich glaube auch, dass hier jemand ziemlich musikalisch ist, kommt mir rein. Könnte sein, dass jemand ein neues Musikinstrument auch lernt oder eine neue Melodie kreiert. Es kommt richtig gut an, ja. Hier haben wir das Ruder. Hier reißt einer das Ruder um, ja. Hier geht es um Versöhnungen. Es ist einfach nur stimmig über stimmig, ihr Lieben. Das gesamte Ruder in deinem Thema wird hier rumgerissen. Aus Hoffnungslosigkeit entsteht Fülle und auf einmal diese positive Wende. Und das Ganze ist schicksalhaft, göttliches Eingreifen. Damit belasse ich es. Es ist eine wundervolle Energie für die Woche, ihr Lieben. Und ich hoffe und wünsche, dass ganz, ganz viele hier mit in Resonanz gehen. Und ja, das mit den Brüchen und so, das lassen wir natürlich raus. Also seid vorsichtig bitte. Insbesondere, wenn ihr irgendwie in einem Hafen unterwegs seid, kommt mehr rein oder an einem See, an einem Teich, an einem Gewässer. Da ist irgendwie erhöhte Rutschgefahr, warum auch immer. Aufpassen bitte, ja, auch Badezimmer tatsächlich. So, ihr Lieben, also, habt eine zauberhafte Woche und ich sag jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.